Willkommen zu einer neuen Folge von den Cocktail Queens. Heute machen wir mal wieder zwei neue Cocktails für einen neu geplanten Mädelsabend. Und ich beginne damit und mache heute nämlich den Wodka Sunrise. Und dafür brauche ich dann erstmal in meinem Mixer Eiswürfel. Ich mache mal nochmal welche zurück. So, dann kommt dazu unser alkoholfreier Wodka. Und Orangensaft. Das wird jetzt gut gemixt im Mixer. So, und wenn es jetzt schön kalt ist, sieht man ja auch immer im Mixer, dann ist es fertig. Dann nehmen wir jetzt unser Glas. Und füllen dort dann die restlichen Eiswürfel rein. Und dann machen wir hier oben auf und füllen die Flüssigkeit durch den Sieb in unser Glas rein. So. Und jetzt nehmen wir noch Grenadin. Und machen den Sirup, füllen wir jetzt vorsichtig rein, damit sich dann dort unten sozusagen so ein leichtes Muster bildet. Genau, und dann nehmen wir unseren Strohhalm, also wir haben da jetzt einen Löffel drunter, und dann vielleicht nochmal unten so ein bisschen umrühren, damit sich ein bisschen mehr der Sunrise bildet. Genau, und das ist es dann fast schon. Jetzt kommt nur noch die Orangenschale dazu. Die jetzt leider nicht geschnitten ist. Deswegen reiße ich die jetzt mal ein bisschen auf und packe die hier so dazu. Weil wir wollen ja das Feeling haben, ne? Und dann koste ich mal. Sehr lecker, sehr lecker. So, Lena, danke für den tollen Cocktail. Der sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Wir sind jetzt in der Küche und machen süßes Sushi. Und dafür zeigen wir euch jetzt auch erstmal, was wir alles brauchen. So, hier seht ihr jetzt unsere ganzen Zutaten. Für den Teig brauchen wir Mehl, Milch, Eier, Zucker und Salz. Und fürs Topping dann Nutella, Erdbeeren, Apfel und Banane. Und Cookies. Unsere Schüssel geben wir jetzt ein bisschen Mehl und vermischen diesen mit Zucker und Salz. So, zu unserer Mehlmischung geben wir jetzt Milch und Eier dazu. Und die werden jetzt zu einem glatten Teig verrührt. So, wenn euer Teig jetzt auch so glatt aussieht wie unserer, können wir auch schon rüber zum Herd gehen und anfangen, die Crepes zu braten. So, ich gebe jetzt den Teig auf die Pfanne und dann, ja, lassen wir den Teig ein bisschen, also ein bisschen wenig durch die Pfanne gleiten, damit es auch schön groß wird, eben wie ein Crepe, und dass er sich schön verteilt. Genau so. Und jetzt kann er erstmal hier ein bisschen brutzeln. Und währenddessen gehen wir direkt einfach mal rüber. Da habe ich auch schon ein bisschen angefangen, das Topping zu schneiden. Und ja, da mache ich jetzt auch einfach direkt weiter. So, jetzt haben wir hier unsere fertigen Crepes. Und da kommt jetzt als erstes ein bisschen Nutella rauf. Ja, so, verschmieren wir die Nutella auf den Crepes. Muss auch nicht unbedingt überall was hin, weil wird ja eh eingerollt. So. Und da könnt ihr jetzt eigentlich draufpacken, was ihr wollt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Äpfel. Und ich packe jetzt noch ein paar Erdbeeren mit drauf. So, und dann, wenn ihr alles draufgepackt habt, könnt ihr ihn eigentlich auch schon anfangen einzurollen. So. Genau, soweit erstmal. Und nun fangen wir an, die Crepes zu schneiden und sie ein bisschen schön auf diesem Teller zu servieren. Wir haben jetzt unsere süßen Sushi-Crepes auf dem Teller verteilt, noch ein bisschen dekoriert. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall fertig für den Mädelsabend. Und wir gucken, denke ich, auch gleich mal, was Mara jetzt hinter der Bar für einen neuen, tollen Cocktail macht.
ich mache jetzt den zweiten Cocktail für unseren Mädelsabend, und zwar den Rum Sour. Und dafür nehme ich mir erstmal hier wieder so einen Shaker und mache da gut Eis auf jeden Fall rein. So ungefähr. Jetzt fügen wir erstmal unseren Zuckersirup, den wir selbst gemacht haben, hinzu. Dann natürlich unseren alkoholfreien Rum. Dann ein wenig Zitronensaft. Und dann noch Eiweiß. Und weil wir Eiweiß benutzen, müsst ihr auch dran denken, dass ihr das wirklich gut schüttelt. Das sollte reichen. Und jetzt nehmen wir uns hier unser Cocktailglas und machen da erstmal gut Eiswürfel rein. Ihr könnt da so viel reinmachen, wie ihr wollt. Wir haben jetzt ein bisschen mehr genommen auf jeden Fall. Dann macht ihr die Kappe ab und füllt auch so viel rein, dass der Schaum mitkommt. So. Und dann zur Deko nehmen wir uns hier so eine kleine Limettenscheibe und legen das so oben rauf. Und das war's dann auch. Und ich mache jetzt einen kleinen Taste-Test. Schmeckt auf jeden Fall richtig lecker. Ist auf jeden Fall was für die Rumliebhaber. Unsere Cocktails und süßen Sushi-Crepes sind jetzt fertig. Und wir sind jetzt ja auch alle versammelt. Also kann es auch, denke ich, losgehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.